Ja, aber ja, ich bin jetzt sehr froh, hier zu sein und hier passen zu können. Genau, und es geht auch schon direkt los. SDN und LDT gegen Syntec und Levi. Direkt aggressiv auf SDN. Okay. Ja, Robin ist auf jeden Fall am Start da, auf Stage. Sehr, sehr schön. Ja, ich meine, das war in deren ersten Game. Ah, das war unlucky. Ja, das war einfach sehr, sehr gut weggekommen. Ja, manchmal teilt sich das ja so ein bisschen auf die Seiten auf, habe ich das Gefühl, und manchmal kommt es dann so zu Flashes, wo alle direkt zusammen spielen. Das heißt, Syntec schon 2 Stocks down, ja. Das ist natürlich hart, direkt am Anfang. Das heißt, deutliche Vorteile hier schon für Team Green. Auf jeden Fall. SDN auch definitiv ein Fulltime Personal Gegner, letztens NIV auf jeden Fall gewonnen, dementsprechend. Man erwartet auch nicht viel anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Oh, starkes Ding, das zeigt sich auf jeden Fall. Aber SDN jetzt auch einen down. Levi aber auch. Aber noch kann Syntec sich halten. Oh nein, ich glaube, das ist schon wieder. Nee, okay. Sind ganz doch wieder zurück auf die Stage geschafft. Oh, da raus ist er. Okay. Jetzt. Ah, ja, der Transfer. Okay. LDT schafft es noch auf. Ist hier noch ein Edgar. Also Edgeguard ist quasi, wenn einer oben steht und der andere an der Kante hängt. Und genau, du musst halt einfach versuchen, ihn von der Kante abzuhalten oder wenn von der Kante halt genüglich rauszuhauen. Einfach die asozialste Art von der Liste. Syntec ist raus. Wie schön das aber auch aussah da an der Seite. Ja, ja, okay. Ja, und das, der schöne Text von SDN, das nicht mal rausgeschafft. Okay, crazy. Das ist Game Das down. War schon stark einseitig. SDN und LDT. Ja, ich meine, die meinte mein erster Kollege hier vorhin, dass die in der Häufigkeit nicht so oft zusammen Turniere spielen. Weißt du da mehr zu? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Alles gut. Hätte ja sein können. Ich stelle nur Fragen. Sind auf jeden Fall gespannt auf die nächste Runde. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht holt Syntec seinen Bowser Jr. raus. Den habe ich gerade eben ein bisschen gegen gespielt. Das war tatsächlich ziemlich cracked, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon gefährlich gegen zu spielen. Okay. Kommt er mit irgendwelchen crazy Down-V into Neutral-V-Kombos raus, die so aus 50 Meter Entfernung kommen. Es ist, ich wünschte, ich würde mehr davon sehen. Der Corrin, ich weiß nicht, ich habe ihn einfach nicht so ganz gesehen in diesem Game. Ist Syntec eher einer, der seine Mains hat? Oder? Okay, er switcht. Ja, okay. Also jetzt mit Falco. Oh, okay, ich sehe schon, warum den Falco für den D-Flag auf jeden Fall nötig in diesem Matchup. Das heißt, wo drin ist Falco da besonders gut? Also, ein Falco auf jeden Fall sehr gut im Rushdown und hat dann einfach einen Reflektor, der gerade gegen Robin sehr nützlich sein kann. Und auch Wolf mit seinem Arm, Apple da, mit seinem Blaster, auf jeden Fall Kontakt. Aber Wolf in general hat eigentlich ein relativ neutrales Matchup gefunden. Aber er ist ja relativ ausgeglichen. Ja. Tatsächlich. Okay, so. Schade. Also scheint auf jeden Fall besser zu laufen als in der ersten Runde. Das stimmt. Am Haus ist das. Schade, schade. Ja.
Oh nein! Jetzt auch. Oh nein, das ist ja tragisch. Was ist dabei gerade passiert? Lukas hat einfach sein Teammate umgebracht. Oh nein, das war Friendly Fire. Ja. Das ist natürlich unglücklich. Hat ihn aus dem Leiden befreit. Ja, es scheint auf jeden Fall ausgeglichen als erste Runde jetzt. Ja, immer noch leichte Vorteile für die Grünen. Aber die Grabs sind auf jeden Fall die ganze Zeit richtig wieder am Start. Gerade SDM und LDT spielt sich mal direkt. Okay. Ah, schade, ja. Okay, ja. Ah, reicht aber leider nicht aus. Ja, Vorteil ist deutlich ab hier. Also was genau kann Falco mit diesem Deflect? Das heißt, er kann die Attacks countern oder er halt alle Projektile mit der Art einfach kurz durchschießen. Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen der Mittel, den er nach dem Gegner raus. Ist das seine Beatdown oder? Genau, ja. Genau. Ein bisschen länger, aber hat halt auch ein bisschen gemaint. Ja, ich spiele meistens eigentlich nur einen Charakter, das ist Ike, der ja auch ein bisschen langsam ist. Ike, okay. Ja, ich weiß. Ich bin halt ein Casual. Ja, okay, das ist ja auch total respektabel. Ich finde das auch mega cool, dass du trotz deiner Selbsteinschätzung weißt, du bist auf dem Fall nicht im Kreuz zu fahren. Ja, klar. Also ich gucke mir das vor allem gerne an. Das war auf jeden Fall sehr schön da, von dem wir auf dem Rest gehen. Ja. Ja, oh. Ja, vielleicht schafft Blau ja doch noch den Turnaround hier. Ah! Na gut. Das, ja, das wird jetzt hart für Levi, das 1v2. Der Shield into Up Smash. Ruhig Classic ist auf jeden Fall. Also quasi vom Schild direkt Smash. Genau, Up Smash. Das kommt sehr, sehr gut und sehr schnell raus. Also ich meine, Levi macht das auch echt eigentlich nicht schlecht. Nee, wirklich. Er versucht sich da noch irgendwie das Beste rauszuholen. Auch die Downbeats in der Luft für Air-Control ist ja noch schön. Oh! Gut. Das war's dann. Ja, das ist ja... Aber noch bis zuletzt stark gewehrt von Levi. Ja. Ja, aber das ist der Win for SDM. Auf jeden Fall sehr schön Down gespielt.